Neuer Tag, neues America-Produkt. Ich habe es gestern schon angekündigt. Wir schauen uns heute wieder ein Prime-Produkt an, nämlich Prime Hydration Tropical Punch Flavor. Bam! Ja, so, hier ist das Ganze super nice. Also gestern das Lemon Lime hat mich von geschmacklich echt überzeugt. Die Süßungsmittel lassen es für mich leider knapp zu keiner Gesundheitsempfehlung werden, obwohl wir gar nicht so schlimme Sachen drin haben. Aber ansonsten, geschmacklich war es wirklich gut. Ohne jetzt, dass ich diesen, ihr wisst, bei den Takis habe ich auch gesagt, die hauen mich jetzt nicht so wie erwartet um, aber hier wirklich, ist es das Geld wert? Nein, aber ist es den Geschmack wert? Ja, also es schmeckt wirklich, wirklich gut. Heute ein Tropical Punch Style, wie ich auch schon gestern gesagt habe, ich liebe es halt, diese einfachen, knalligen Designs hier auch in Rot, schön gehalten, sehr auffällig. Man schaut ins Regal, man denkt sich, nice, muss ich trinken. Wisst ihr, wie ich meine? Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Prime ist eben von Logan Paul und KSI aus Amerika. So, wir haben wieder 10,1% Coconut Water Refresh and Refuel Next Level Flavor. Und der Geschmack ist echt gut, also das haben sie gut hingekriegt. Ey, da haben wir wieder unseren Text. Prime was created for those that strive for iconic. To fill the void where bold in your face flavor meets legendary experiences. Intense and refreshing, Prime is the ultimate kancha to conquer your day. We're confident you love it as much as we do. Humbly, the Prime team. Nice. Drink, hergestellt für die Drink Prime Switzerland GmbH in der Staring Strat in Amsterdam, Niederlande. Schöne Grüße an alle aus Amsterdam. Aber Drink Prime, egal. Ihr müsst sie nicht verstehen. So, 500 Milliliter haben wir drin, koffeinfrei ist das Ganze auch nice, dass wir kein Koffein drin haben. Es ist kein Energy Drink, es möchte kein Energy Drink sein, wichtig und richtig. Ja, hätten sie jetzt aber nur das Absolut Farm K weggelassen, Mann, schade, hätte ich dem sogar eine Gesundheitsempfehlung gegeben. Naja, kommen wir zu den Nährwertangaben hier, 100 Milliliter. Wir haben einen Energiewert von 21 Kilojoule bzw. 5 Kilokalorien, Fett 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm, Kohlenhydrate 1,0 Gramm, davon Zucker unter 0,5 Gramm, Protein 0 Gramm, also Eiweiß, Salz 0,02 Gramm, Vitamin E 3,0 Milligramm, Vitamin B6 0,68 Milligramm, Vitamin B12 0,96 Mikrogramm, Kalium 140 Milligramm, Magnesium 24,8 Milligramm. Finde ich auch nice, wer einen Bedarf hat. Muss man halt aufpassen, wenn man zum Beispiel zwei solche Dinge am Tag trinkt, plus zusätzlich nochmal Kalium und Magnesium irgendwie anders dosiert oder zu sich nimmt. Ja, muss man halt aufpassen, dass man nicht übertreibt, aber ansonsten eigentlich ganz nice. So, als Anteil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils genießen. Als Teil einer, cool, Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin B6 tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, ungeöffnet, haltbar bis mindestens die Flaschenhalter, bla bla bla. Vor Gebrauch gut schütteln. So, kommen wir jetzt erstmal zu den Zutaten. Wir haben Prime Hydration Tropical Punch. Erfrischungsgetränk mit Geschmack von tropischen Früchten mit Süßungsmitteln. Lecker. Zutaten, als Hauptzutat haben wir Wasser. Dann haben wir Kokoswasser aus Kokoswasserkonzentrat, 10,1%. Sehr nice. Dann haben wir Säuerungsmittel Zitronensäure, naja, Säureregulator Kaliumphosphat, naja, Magnesiumcitrat, nice. Künstliches Aroma, schade. Schwarzkarottensaftkonzentrat, okay, für die Farbe dann denke ich mal. Süßungsmittel Sucralose und Acesulfam K, immer noch besser als Aspartam und sowas, um Gottes Willen. Aber trotzdem zwei Süßungsmittel, ist mir die Studienlage, wie ihr wisst, zu dünn. Und deshalb ganz knapp keine Gesundheitsempfehlung, ganz knapp. Aber ansonsten cool. Farbstoff haben wir Beta-Carotin, dann haben wir Vitamin E, Vitamin B6 und Vitamin B12. Ja, Gesundheitsnote hier auch eine 3-. Ihr müsst selber wissen, was ihr damit anfängt natürlich. Ja, ich finde es besser auf jeden Fall jeden Energy Drink, tatsächlich jeden, weil bei denen ohne Zucker sind die gleichen Süßungsmittel drin und bei denen mit Zucker ist der Zucker drin. Und hier haben wir halt wenigstens auch kein Koffein noch zusätzlich drin. Also es ist wirklich... Ja, man kann es echt machen, es ist halt nur knapp keine Gesundheitsempfehlung. Aber ich bin jetzt hier wirklich auch sehr wieder auf den Geschmack gespannt. Wir schütteln das Ganze. Dan, dan, dan. Und auf den Geruch und so. Also das Lemon Lime hat mich viel mehr überzeugt als erwartet. An das hatte ich jetzt auch nicht so große... Riecht... Interessant, riecht wie ein... Ja, so exotic. Ja, schauen wir mal, wie exotic das Ganze ist, wie exotic das Ganze schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Hier haben wir unsere Gläschen. Und dann hätte ich gesagt, Leute, aufs Wohl. Was haben die da für Aromen drin? Sind das irgendwelche neuen Aromen, die sich erst so richtig im Mundraum entfalten oder so? Ich weiß nicht, ob das echt gerade Einbildung ist, aber... Ey, es ist alles künstlich, okay? Bei Geschmacksnote geht es nur um den Geschmack.
Und ihr wisst, ich probiere nicht zu übertreiben oder zu lügen. Sogar wenn ich von Produkten echt gehypt bin oder sie voll feier oder die Leute, wo dahinter stehen. Es schmeckt echt intensiv nach so einem Tropical Punch. Es schmeckt so, wie es heißt, auch wie beim Lemon Lime. Es hat so eine richtig geile eigene DNA. Konsistenz ist nice. Leute, Geschmacksnote fürs Tropical Punch, auch eine 1. Obwohl ich echt da die wenigsten Erwartungen dran hatte. Also, man muss natürlich auf so Süßes stehen. Und es schmeckt auch nicht mal so nach Süßungsmitteln. Das ist auch noch das Krasse. Wie ähnlich wie beim Gönnergy. Die hatten auch echt geile Geschmäcker ohne Zucker. Und hier auch. Also cool, was die da hinkriegen. Wirklich. Ja, Geschmacksnote 1, Leute. Das war's mit dem Prime Tropical Punch. Uah, dreh Kamera ein bisschen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder beim erstmal letzten Prime-Produkt. Aber keine Sorge, da kommen noch bald die letzten zwei oder das letzte, was noch fehlt. Ansonsten bleibt immer schon happy, gibt niemals auf. Wirklich kann man sich mal anschauen, wirklich ohne Spaß. Also rein vom Geschmack ist das nicht das gesündeste oder so Ding, aber rein vom Geschmack echt interessant. Und ja, Leute, am Ende knapp keine Gesundheitsempfehlung. Das war's mit Prime Tropical Punch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den findet, würde mich interessieren. Und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.